Hallo, Cocktailsoße ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Man nimmt im Originalrezept Unmengen Mayonnaise, etwas Ketchup dazu. Ein wenig tatsächlich Weinbrand oder Cognac, aber wirklich nur so ein Teelöffel voll, nicht mehr, sonst wird das zu scharf. Noch eine Prise Zucker, ein Spritzer Zitrone, das kann ruhig hier so Instant Zitrone sein, frische Zitrone, spielt keine Rolle, eine Prise Salz. Dann wird das Ganze gerührt. So, dann hat man eine Cocktailsoße. So, jetzt habe ich das hier in der großen Schale gemacht, das hat auch seinen Sinn, weil meine Cocktailsoße ist ein bisschen leichter. Es ist heute nicht mehr üblich, nur noch Mayonnaise zu nehmen, das ist ja nur Fett, geht alles riesig in die Figur. Ich mache das Ganze noch mit Better Joghurt. Quark kann man auch nehmen. Da muss man jetzt allerdings hier noch was Ketchup dazu nehmen. Das Ganze verrühren. Die Menge an Alkohol bleibt. Man sollte nicht mehr nehmen. So, das ist doch gut durchgerührt. Sollte man mal abschmecken. Ja. Prise Salz kann noch ran. Und es fehlt noch etwas Säure. Wie gesagt, das müsst ihr abschmecken, so wie ihr das mögt. So, dann habt ihr eine leckere Cocktailsoße.